Bei einem Blick auf unser Hotel am nächsten Morgen wird schnell klar, dass sich Tskaltubo vor allem unter Sowjetzeiten als Kurort mit Thermalquellen größter Beliebtheit erfreute. Unser Bus steht schon bereit für zwei Abstecher in die nähere Umgebung. Zunächst besuchen wir die lediglich 7 Kilometer nördlich des Ortes gelegene spektakuläre Prometheushöhle. Am Nachmittag geht es dann weiter Richtung Westen, wo der sehenswerte Martvili Canyon inklusive einer Bootsfahrt auf dem Programm steht. Die erst 1984 entdeckte Prometheushöhle befindet sich in einem ausgedehnten, von üppiger Vegetation überwucherten Karstgebiet. Seit 2011 sind 1,4 Kilometer des Höhlensystems durch betonierte Pfade und rund 800 Treppenstufen für Besucher erschlossen. Unter kompetenter Führung nähern wir uns dem in der Tiefe liegenden, eher unscheinbar wirkenden Höhleneingang. Danach staunen aber selbst häufige Besucher von Tropfsteinhöhlen über das spektakuläre Erscheinungsbild dieses Naturschauspiels. Höchst beeindruckt verlassen wir das riesige Areal der Prometheushöhle. Danach steuern wir ein weiteres Naturschauspiel der Gegend an, nämlich einen nach dem Ort Martvili benannten, vom Fluss Abasha durch die Kalksteinklippen gefrästen Canyon. Höhepunkt des Besuchs ist zweifellos eine geruhsame Bootstour durch einen besonders sehenswerten Bereich der Schlucht.
Danach kehren wir zu einem entspannten Tagesausklang wieder zum Hotel zurück. Unser letzter Tagesaufenthalt in Georgien widmet sich zunächst der am Rande der Stadt Kutaisi befindlichen Bagrati-Kathedrale. Sie wurde anfangs des 11. Jahrhunderts unter der Herrschaft des Königs Bagrat III. Erbaut und steht völlig zu Recht auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Der Rest des Tages wird nun für die Rückfahrt in die Hauptstadt Tiflis benötigt, von wo aus wir am frühen Morgen den Rückflug in die Heimat antreten werden. Nach der Ankunft kommen wir während des Abendessens noch in den Genuss eines wundervollen, überaus bewegenden Abschiedsständchens.